Moinsen, zu einer neuen Folge von Evoland 2. Wir wurden ja das letzte Mal stehen geblieben beim Da hat sich unser schöner Prophet erstmal zum Heil gemacht und da werden wir jetzt mal weitersehen, wie es weitergeht. Scheinbar will er euch im Einzelkampf herausfordern. Das perfekte Trainingsangelegenheit. Vergesst nicht, Soletznell, der Trick besteht darin, ihn zu besiegen, bevor er gewinnt. Kein Grund, mir zu danken, ich helfe gern. Junge, du bist so hohe. Ach Gott. Ihr könnt ihn bestimmt besiegen und ich werde euch so gut wie möglich unterstützen. Stell mich in der Ecke und schreie: Los, komm, den machst du fertig. Round 1. Fight! Ups, was war denn jetzt los? Wenn ich eine bestimmte Tastenkombination mache, kriege ich auf immer so ein kleines Fenster davon. Au. Hadouken! Street Fighter! Fight! Aua! Und machst du noch fünfmal hintereinander? Aber mit Leertaste hast du gar nicht treten. Kame! Hame! Ha! Ich weiß zwar nicht, warum FW die Kombination ist für. Ich mach das Fenster mal kleiner. Aber gut. Round 2. Fight. Da. Das ist so unfair, ich kann so eine Technik nicht. Aua. Und wenn wüsste ich gar nicht, wie die gehen. Hätte ich mal. Könnte mir mal bitte jemand vorher irgendwie so eine. Ah. What the f. Ja, ist okay, ich merk schon. Okay, komm schon, komm schon. Nice. Nee. Jetzt werde ich euch meine wahren Kräfte zeigen. Ich würde sagen, er blüfft. Ups, ich hab mich wohl geirrt. Round 1. Fight! Ich habe hier bloß Schlagtechniken. Ja, das war jetzt unfair. Ich konnte mich nicht bewegen. Kann ich auch irgendwie blocken oder sowas? Ha, ich habe deinen Angriff unterbrochen. Ich weiß nicht, wie ich die Attacke mache. Die macht immer irgendwie. Ah, ist okay. Oh, wie viele Runden muss ich denn jetzt gewinnen? Muss ich jetzt 3 gewinnen oder was? Ich bin ein bisschen fies, ich weiß. Los, komm her, Mister. Ich bin Lila und habe 5 Form. Das hat er nicht. Scheiße. Anders kam her. Keine falsche Scheu. Arschloch. Again. Ich wüsste jetzt nicht, was das für eine Anspielung war, aber MMA Champion.
freigeschaltet, okay. Ihr seid wahrhaftig der Beste und größer Zerstörer. Das kommt mir an wie so eine Anspielung von Deponia vor. Der große Zerstörer. Egal. Warum nennt ihr es halt schnell großer Zerstörer? Ich habe ihn erkannt. Wie könnte ich das vergessen? Ich war noch ein Kind, als die große Katastrophe geschah. Aber er wahrhaftig. Die Prophezeiung lügt nicht. Er wird die 5 Schlüssel finden. Alles wieder vom Wasser überflutet sein. Es wird die Welt vernichten. Was sagt er da, Shikoya? Ihr wart für die große Katastrophe verantwortlich? Sagt, dass das nicht stimmt. Ja, ich wäre es doch auch nicht gelehnt. Also das ist... Ja, Fräulein Fröschi, Solitzner kann sich an nichts erinnern. Er hat keine Kenntnis von seiner Vergangenheit. Aber wenn wir in unsere Zeit zurückkehren, wird das alles noch nicht passiert sein. Das bedeutet, es ist seine Zukunft. Kommt drauf an, wie man es betrachtet. Aber wenn das stimmt, müssen wir verhindern, dass die Prophezeiung eintritt. Habt ihr das gehört, Shikoya? Ihr werdet nie zulassen, dass... ich werde nicht zulassen, dass ihr der große Zerstörer werdet. Nehmen wir den Zeitstein und brechen zur Insel der Magie auf. Da waren wir doch schon mal. Ach, den steckst du jetzt bestimmt wieder in deine Tasche, ne? Meine... Ist in der Tasche gelandet. Den Zeitstein, damit solltet ihr nicht kegeln gehen. Vorsichtig behandeln. Ich will eine Runde kegeln. Hey Kollege, sagst du noch irgendwas? Ne. Mein Hadouken war zu stark. Mein Kamehameha. Okay, jetzt geht's erstmal zu Babidi Bibidi. Babidi Bubi. Hallo? Ihr habt den Zeitstand, Shikoya. Gut, ich zähle auf euch. Wir werden uns wiedersehen. Bisschen finster, dass die reinguckt. Sonst ganz niedlich. Ne, wir wollen zu Babidi Bibidi Bubidi. Babidi Bibidi Bibidi Babidi. Babidi Bibidi Bubidi Babidi Bibisa Telt. So, und jetzt erstmal wird euch hier schön Maana aufladen. Ach, was für ein netter junger Mann. Was kann ich für euch tun? Verbündete wecken. Wisst ihr, worum er mich bittet, mein kleiner Mann? Ich kann nicht so ausgenügend Maana. Selbst die persönliche Kugel akzeptiert ist. Ja, komm, wo haben wir's? Maana. Oh, entzückend. Hier habt ihr etwas Maana ausgegeben. Wir kriegen eine Weckung. Froschi. Froschi kriegt jetzt bitte Fähigkeit mit seinem Fettarsch. Aufwertung von Kräften. Froschis Kraft hat Stufe 2 erreicht. Konzentriert euch länger für einen mächtigeren Angriff. Jo, ach nee, ne? Was kann ich für euch tun? Nichts. Bis bald, mein Gummileinchen. 1 und 2. Wow. Das hat's jetzt gebracht, ne? Ich mach mal meinen Ventilator da an, weil mir gerade hier geschwommen wird. Der Rechner, der ist immer so ein bisschen... Der wird noch eine Zeit ganz schön heiß, sag mal's mal so. Und ich stelle ihn aber mal nicht auf die stärkste Stufe. So. Kannst du mal aufhören rumzuklappern? Gott nochmal. Danke. So. Ich hoffe, den Ventilator hört man nicht. Mir wird wieder ein bisschen frischer. Und meine Beine, die schwitzen. Das ist schön. Also, wollt ihr denn genau hin? Was? Nein, nein, da wollen wir nicht hin. Aber, na gut, okay, ihr habt. Okay, komm. Okay, dann mal los. Ja, los, aufstehen, bla 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 bla.
Ah, jetzt kommt aber diese Zwischensequenz. Bisschen übersteuern muss auch mal Sinn. Los, komm, packen hier drin. Wo haben wir ihn? Da. Hä? Das ist ein Rätsel? Hä? Ich hatte es doch gerade richtig. Ja, Gott, nochmal. Nee, hat's nicht. Okay, also muss ich dann da oben anfangen. Das wäre am besten. Und was kriegt man? Achso, den hier muss ich jetzt da drüben rinpacken. Ah. Jetzt geht die Treppe da vorne runter. Ne, da kommt ihr da raus. Okay. Jetzt kommen wir da drüben hoch. Was verbirgt sich da hinten? Der Mifklis? Dass wir wieder in Vergangenheit kennen? Oder gehen wir dann weiter in die Zukunft? Endlich! Wir haben ein Magielissen gefunden. Magielissen. Seht her, Marco, es besteht kein Grund für so viel Pessimismus. Manfred, nicht Marco. Sieht aus, als würde er funktionieren. Ob ihn der Zeitstein aktiviert hat? Genau, das habe ich mir auch überlegt. Wie dem auch sei, das ist unsere Fahrkarte weg von hier. Da wäre ich mir nicht so sicher. Was, wenn wir in einem komplett neuen Zeitalter landen? In einer Zeit ohne Rätsel und Poesie? In einer Zeit, in der das Leben darin besteht, Leute im Ego-Shooter-Stil umzulegen? Call of Duty, yay. Was zum Teufel redet ihr da? Ich stelle nur Theorien auf. Genauso gut könnten wir in mein Zeitalter landen. Oder in den von Fräulein Froschi und Zollitz Nähe. Aber wie Fräulein Froschi sagen würde, ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Genau. Los geht's, Shikoya. Wir werden es erst herausfinden, wenn wir dort sind. Und in diesen Zukunft, und in dieser Zukunft will ich nicht bleiben. Sorry. Gah! Manfred! Oh nein! Ihr habt euch in eine Frau verwandelt! Manfred? Dieser Name kommt mir bekannt vor. Ja, schön, falsche Stimme. Ihr seid also nicht Manfred? Nein? Ich habe mich erschrocken, als ihr so aufgetaucht seid. Ich habe mich nicht vorgestellt. Ich heiße... Das passt irgendwie. Ja, ich habe schon mit ihm darüber geredet. Und er freut sich schon irgendwo darüber. Und das ist... Ich meine, die Haarfarbe ist jetzt nicht gerade das Beste, aber... Naja. Wo haben wir ihn? Hier. Aber die Brille passt. Tore. Wer seid ihr? Und wie seid ihr hierher gekommen? Scheiße, wenn man eben halt bloß meistens Kerle als gute Freunde hat, ne? Ja, aber man muss ja seine Kollegen ein bisschen unterstützen, ne? Manfred. Shikoya, ich fürchte, Manfred sitzt in der Zukunft fest. Vielleicht, weil Torum in genau dem Moment an genau dem Ort war. Das bedeutet, dass er nicht materialisieren konnte.
Der Maglith, er ist deaktiviert. Shikoya, ich glaube, glaubt ihr, dass jemand am Zeitstein rumgemacht hat? Oh ja. Nein. Ihr habt recht, es ist nicht wahrscheinlich, dass uns jemand zur Insel gefolgt ist. Der Maglith? Ja, der Zeitstein. Ich wusste es doch. Ihr seid Magie. Nein, wir sind ganz gewöhnliche Menschen. Wir befinden uns nur auf einer ziemlich langen Reise. Apropos, welches Jahr schreiben wir denn gerade? Wir schreiben das Jahr 1999. 999. Allerdings nicht mehr lange. Die Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum des Sieges des Kaiserreichs fallen. Mit dem neuen Millennium zusammen. Shikoya, wir sind endlich wieder da. Ich werde mein Dorf wiedersehen. Das 50. Jubiläum? Aber da soll die große Katastrophe stattfinden. Welche Katastrophe? Denn Shikoya, ich weiß, dass wir das verhindern können. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen herausfinden, was passiert. Was passieren wird. Dann stimmt das also. Ich habe es ja nicht glauben wollen. Den uralten Schriftzeug kann man mit Miglissen durch die Zeit reisen. Und ihr habt den Zeitstein gefunden. Ich suche schon mein ganzes Leben lang danach. Das ist eine lange Geschichte. Und ich wollte wirklich keine Zeit, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, sie jetzt zu erklären. Wenn die große Katastrophe sich ereignet, dann eine solche Zukunft will ich nicht haben. Lasst mich mit euch kommen. Ich studiere die Magie schon seit Jahren. Wenn das alles mit ihnen zu tun hat, könnt ihr auf meine Hilfe zählen. Es könnte gefährlich werden. Gefahr ist mir nicht unbekannt. Was meint ihr, Shikoya? Soll sie mit uns kommen? Nö. Bitte, lass mich nicht hier. Ich schätze, sie kennt die Gefahr nicht so gut, wie sie vorgibt. Nö. Bitte, lass mich hier. Nein, Torum, du bleibst halt zu Hause. Du musst noch was aufnehmen. Okay, dann komm halt mit. Danke. Also gut, fangen wir an, indem wir von hier verschwinden. Euer Timing ist perfekt. Ich werde von Piraten festgehalten. Wenn ihr nicht gekommen wärt, glaube ich nicht, dass ich alleine entwischt wäre. Torum hat sich euch angeschlossen. Tap, um die Verbindung zu wechseln. This is getting quoted. Okay. Piraten, sagt ihr? Findet ihr nicht, dass das bekannt klingt, Shikoya? Wir haben unseren letzten Verbündeten getroffen. Was kann sie für eine Attacke? Oh, das ist eine, die Magie beherrscht. Können wir irgendwas einsacken? Warte mal ganz kurz, das ist jetzt nochmal zerbrochen. Dieses Tor sieht zwar verfallen aus, ist aber ziemlich robust. Ich kann es mit meiner Kraft schwächen. Zerstören müsst ihr es. Also auf gut Deutsch, zack. Und dann. Ah. Okay. Der Gefangene kommt uns. Was macht da drüben eine Sandburg? Ah. Wer wagt es, sich uns entgegenzusetzen? Wieso sind die unerschrockene Piraten aus der Bucht? Alle Besitzansprüche werden hier in unserer Angesichtsschrift nichtig. Was euer ist, gehört uns. Und umgekehrt. Was sagt ihr da, Wettke? Ihr sollt doch, etc. sagen. Ah, ich weiß.
Aber ich dachte mir, andersrum würde hübscher klingen. Er sagt schließlich heutzutage noch etc. 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 Da hat er irgendwie recht, Bix. Stimmt, ich hab's auch nicht so mit etc. 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 Aber mir hört in diesen Gruppentreffen ja keiner zu. Ich will das nicht weiter. Ich will doch nichts weiter, als dass ihr sagt, was wir vereinbart haben. Welchen Sinn haben die Treffen, wenn wir jedes Mal etwas anderes sagen? Da bin ich ganz eurer Meinung, Bix. Also, wo waren wir stehen geblieben? Etc., etc., etc. Ach ja, Entschuldigung, Bix. Schnell von gestern. Hey, Moment mal. Das ist nicht der Gefangene. Antrag auf ein Treffen, bei dem unser nächster Schritt besprochen wird. Antrag angenommen. Ja. Warum habe ich jetzt so ein komisches Schwert? Okay. Ja, die komischen Piraten werden wir uns dann das nächste Mal vornehmen. Ich werde jetzt mal noch eine Folge aufnehmen und dann sehen wir uns morgen. Ich hoffe, dass ich morgen wieder um die gleiche Zeit das Teil hier hochlade. Bis denn.